Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und ich freue mich auch ganz besonders, dass Felix heute wieder mit dabei ist. Hallo Felix. Moin, servus. Wir wollen heute mal etwas Neues wieder probieren und zwar wollen wir uns gegenseitig ein paar Fotos von den jeweils anderen raussuchen und dazu mal die Geschichte erzählen. So ein bisschen behind the photo, so wollen wir das Ganze nennen. Und wir erzählen uns und auch euch jetzt mal so gegenseitig die Geschichte, die Entstehungsgeschichte davon. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, los geht's, oder? Du kannst mir gerne mal ein Bild sagen, was du rausgesucht hast, dann erzähle ich dir gerne was dazu. Okay, also ich war auf deiner Website in deinem Patagonien-Ordner und da ist mir ein Bild aufgefallen mit dieser ganz bekannten Bergkette im Hintergrund und dem Wasserfall vorne dran. Erstens, Salto Grande wahrscheinlich. Salto Grande, genau. Mich interessiert generell so ein bisschen deine Patagonien-Reise. Ich bin ja immer noch ein bisschen erstaunt, dass da doch relativ wenige Bilder in deiner Galerie sind von Patagonien. Mich würde interessieren, warum und wie lange warst du da überhaupt? Und was hast du da gemacht? Ja. Und wie ist dieses Bild entstanden? Das ist ja der Aufhänger des Ganzen. Genau. Also grundsätzlich erstmal, ich habe, es war eigentlich ein Familienurlaub. Und zwar ein relativ großer Familienurlaub. Es war im Januar 2020, also ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich dort war. Und damals, also wir hatten ja auch mega Glück, muss man ja dazu sagen, 2 Monate später war Corona voll drin. Ja. Von daher war das so wirklich schön, dass wir das noch als große Familie gemacht haben. Das war nicht nur meine Familie, sondern das war auch die Familie von meinem Schwager, der noch mit dabei war. Das heißt, wir waren, ich glaube, insgesamt 10 oder 11 Leute. Und wir sind 3 Wochen durch Chile durchgereist. Einmal von Norden nach Süden komplett runter. Und dadurch, dass es ein Familienurlaub war, war es für mich nur bedingt möglich, überhaupt Fotos zu machen. Hatte gesagt, ich nehme die Kamera auf jeden Fall mit. Ich will da Fotos machen. Wir waren aber auch viel in Gegenden unterwegs, wo wir uns einfach so kleine Städte angeguckt haben, die jetzt fotografisch nicht wirklich was hergegeben haben. Wir waren leider nur wirklich 3 Tage in dem großen Nationalpark Torres del Paine drin. Aha, verstehe. Und deswegen hatte ich nur 3 Tage Zeit, wirklich um diese ganz krasse Landschaft zu fotografieren. Deswegen sind es relativ wenig Bilder in meiner Galerie drin, weil ich auch sehr, wie soll ich sagen, ich wähle sehr stark aus. Also ich bin okay. Keiner, der alles in seine Galerie haut, sondern ich achte sehr darauf, dass das irgendwie alles so ein bisschen stimmig zueinander ist. Und deswegen findet man bei mir zum Beispiel auch überhaupt keine Tagesshots. Also ich fotografiere so gut wie gar nicht bei normalem Tageslicht, weil mir die Sonne, das Licht einfach zu harsch ist. Und deswegen gibt es bei mir eigentlich immer nur so Bilder vom Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, blaue Stunde, so, das ist so mein Fachgebiet. Und deswegen sind es wenig Bilder. Das Bild ganz besonders, um jetzt mal eigentlich aufs Thema zu kommen, das war der Salto Grande. Das ist relativ einfach zu erreichen, wenn man in diesen Nationalpark reinfährt mit dem Auto, dann ist man da innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde oder so vom Eingang aus, vielleicht sogar weniger. Und man läuft da ungefähr noch mal 15, 20 Minuten hin vom Parkplatz. Mehr ist es gar nicht. Okay. Aber diese Location hat mir extrem gut gefallen, weil halt, ja, Wasserfall im Vordergrund, im Hintergrund, ein schöner Berg, ne? Das ist halt so ein klassisches Landschaftsfoto, wie man sich so vorstellt irgendwie. Alles drin, was man braucht. Alles drin, was man braucht. Genau. Die Schwierigkeit bei diesem Foto war der starke Wind. Also in Patagonien ist es extrem windig. Und es ist wirklich so windig, dass du dich teilweise mal hinhocken musst, hinlegen musst, weil du sonst weggeweht wirst. Und ich bin jetzt, also ich wiege jetzt 80 Kilo, also ich bin jetzt nicht der Schwerste, aber auch nicht der Leichteste, würde ich jetzt mal behaupten. Und es ist schon nicht ohne, dieser Wind. Und gerade wenn man jetzt so da vorne steht, wo ich gestanden habe mit der Kamera, es war relativ weit unten, da musstest du dann so ein bisschen die Bergkette runtergehen, da musstest du dann auch wirklich aufpassen, dass du nicht mit dem Rücken nach hinten zu stark in die Felsen reingedrückt wirst, weil sonst kannst du dich da halt auch sehr stark verletzen. Ne? Und deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, wie man das am besten macht. Ein bisschen Risikobewertung immer machen. Aber an sich war das ein sehr, sehr schöner Spot. Die Schwierigkeit dabei war nur noch, dadurch, dass es so windig war, ich wollte ein Fokus-Stacking machen. Weil natürlich der Vordergrund, ne, diese kleine Pflanze da im Vordergrund, die ist natürlich auch nochmal essentiell wichtig. Und die wollte ich auch komplett scharf haben. Deswegen Fokus-Stacking. Aber wenn es so windig ist, hast du natürlich auch beim Fokus-Stacking wieder ein Problem, weil sich natürlich diese Pflanze extrem bewegt. Ne?
Von daher, das war so ein bisschen schwierig. Da habe ich dann auch mal mit ein bisschen höheren ISO-Zahlen gearbeitet, damit ich diese Pflanze überhaupt scharf bekomme. Also ich glaube, da war ich dann, ich habe noch mal extra Foto für die Pflanze gemacht da vorne und hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, ISO 2000 oder so und habe dann eine Verschlusszeit hingepackt, dass es einigermaßen scharf ist. Okay, aber ja. Aber das, halt ja, das Problem hast du ja bei den Vordergründen immer, ne? Okay. Ja, ja. Ja, krass, aber man denkt auf den ersten Blick nicht, dass es da so windig ist. Man kann es auf den anderen Bildern, wo man diese krassen Lentikularwolken so sieht, die sind immer so ein Indiz für starken Wind, da kann man es so ein bisschen erahnen, ne? Aber da hätte ich es jetzt gar nicht vermutet. Krass, okay. Ja. Aber du hattest, glaube ich, extrem Glück, dass du die Berge so frei gesehen hast, oder? Ich habe mal gehört, in Patagonien kommt es auch oft vor, oder war es der Fitzroy? Einer von den beiden, entweder die Torres del Paine da oder Mount Fitzroy, liegt fast immer im Nebel oder in den Wolken. Nebel hatte ich so gut wie gar nicht. Okay. Ja, es gab mal ein paar Wolken, wo also Wolken hängen da eigentlich fast immer drin in den Bergen. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass man sie gar nicht sehen kann. Ich war jetzt aber auch im Januar dort. Das heißt, dort war ja dann quasi Sommer. Mhm. Und vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit. Das habe ich nicht genug recherchiert, ehrlich gesagt. Ja, voll geil. So will man es ja eigentlich haben. Immer Wolken. Ja. Ist ja paradiesisch. Ja, genau. Also teilweise waren sogar ein bisschen zu wenig Wolken da. Also ich hatte vom Wetter her, war es eher so, dass es fast zu gut war. Okay. Ist halt im Sommer, ne? Kann passieren. Also wir hatten relativ wenig Niederschlag. Das war halt ein bisschen schade, weil natürlich nach dem Niederschlag hast du ja meistens noch bessere Konditionen. Also dann ist es halt eigentlich optimal. Ja. Sehr cool. Ich war natürlich auch mal auf deiner Webseite drauf und habe mir hier mal den Ordner Pazifischer Nordwesten rausgesucht. Ich habe jetzt hier gerade mal mein iPad vor mir. Und dort gibt es ein Bild, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, weil es auch sich so relativ weit abhebt von den anderen. Mhm. Und zwar das Schneebild mit den Magentatönen drin, tief hängende Wolken. Ich denke mal, du warst auch relativ weit oben. Mhm, ja, das stimmt. Ne? Richtig. Da würde mich mal interessieren, wie das entstanden ist. Das sieht halt auch komplett unberührt aus, also richtig schön, so wie man sich halt so eine typische Schneelandschaft irgendwie vorstellt. Ja, abgefahrene Story. Ich war mit Stefan Hefele 3 Wochen in den USA 2019 im Herbst. Und ja, wir sind im Herbst hingefahren, weil wir uns viel Laubfärbung davon versprochen haben, mystische Stimmungen mit Nebel und so. Und das Bild ist tatsächlich im Kaskadengebirge aufgenommen. Und wir sind da auf den Parkplatz gefahren und es hat schon wie wildes Schneien angefangen, beziehungsweise schon den ganzen Weg. Also man musste da so eine Holzfällerstraße entlang fahren, so eine ganz abgelegene. Die war auch nicht geteert und gar nichts. Und ja, wie gesagt, es wurde immer mehr Schnee und wir hatten schon so Bedenken, oh, wir sind da drauf eigentlich nicht vorbereitet und unser Auto hat wahrscheinlich auch keine Winterreifen. Wer weiß, ob das Winterreifen waren. Naja, wir sind dann da hochgefahren und haben entschlossen, okay, wir ziehen jetzt einfach durch. Das wird wahrscheinlich eine Wahnsinnsstimmung da oben sein mit dem frisch gefallenen Schnee. Wir laufen einfach mal los. Und ja, wir haben uns da den ganzen Weg da so entlang gespielt quasi, weil es da auch zwischendrin immer wieder wunderschöne Aufnahmen gab mit den verschneiten Nebelwäldern da oben. War richtig super. Hat aber dazu geführt, dass Stefan und ich uns aufgesplittet haben. Und Stefan ein gutes Stück vor mir quasi immer war und ich halt quasi seinen Spuren dann gefolgt bin, ist ja ganz praktisch im Schnee, so kann man sich nicht verlieren. Ja, ja. Ja, es wurde auch dann immer dämmeriger und schon so ein komisches Zwielicht, weil der Nebel auch relativ weit oben, also auf unserer Höhe war quasi und es wurde immer dunkler und irgendwie laufe ich so eine Anhöhe rauf und schaue vor mich und versuche Stefans Spur zu sehen und stelle fest, seine Spur vermischt sich mit einer großen Tatzenspur. Nämlich genau genommen der Bärenspur, ja. Ach du Schande. Und ich war mir dann echt nicht sicher, ob Stefan die auch gesehen hat und sich aber entschlossen hat, weiterzugehen oder ob der Bär quasi nach Stefan angelaufen ist. Dementsprechend hatte ich so ein bisschen Panik. Ja, da würde mir aber richtig die Pumpe gehen, glaube ich. Weil das war wirklich frisch. Also es hat da auch ein bisschen geschneit und ja. Die war wirklich frisch. Und ich wusste dann erstmal nicht, was ich jetzt machen soll. Und naja, was man dann halt macht, man läuft halt weiter und wie man sich bei Bären so verhalten soll, ruft man am besten auch durch den ganzen Wald, dass man den nicht überrascht. Ja. So bin ich dann plärrend quasi einfach den Spuren gefolgt und irgendwann habe ich scheinbar eine Abzweigung verpasst, aber Stefans Spuren sind dann plötzlich ins Leere gelaufen. Also er ist dann in seinen Spuren offensichtlich wieder zurückgelaufen, was ich im ersten Moment aber überhaupt nicht gecheckt habe. Und dann erstmal panisch, Stefan, wo bist du, gerufen? Und irgendwo hinten vom Berg kam dann tatsächlich zurück, ich bin hier. Und dann habe ich mich halt an seine Stimme orientiert und bin dann dahin.
habe ihn gefragt, ey, hast du diese Bärenspuren gesehen? Und er so, ja, habe ich. Aber ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe mir gedacht, warte ich jetzt auf dich oder laufe ich weiter? Laufe ich einfach mal den Bär hinterher. Ist ja, man kennt's, also würde ich auch so machen. Irgendwann sind die Bärenspuren Gott sei Dank also abgezweigt. Also sie sind nicht den ganzen Weg so wie wir gelaufen, sondern die gingen dann irgendwann runter in den Wald. Naja, dann waren wir auf jeden Fall da oben, hatten echt, also waren ziemlich nervös, weil wir natürlich nicht wussten, wie weit ist der weg. Dieser Bär und haben dann irgendwie noch schnell versucht, da eine Komposition zu finden und meistens, also es war wirklich eine Sache von einer Minute, dass dieser Berg da rausgespitzelt hat. Ja. Also ja. Wie du es da siehst, ne? Ja. Ansonsten war das sofort wieder im Nebel. Das heißt, wir haben da irgendwie 10 Minuten lang schnell eine Komposition gesucht, dieses Bild gemacht und noch bevor die Sonne ganz weg war, haben wir uns entschlossen, okay, wir hauen jetzt wieder ab. Weil Wahnsinn. Im Dunkeln durch den Wald, also wir sind dann so oder so in die Dunkelheit gekommen. Ne? Ich glaube, wir sind da 1,5 Stunden aufgestiegen oder so. Aber du kannst dir vorstellen, was das für ein Gefühl ist, da dann noch nachts durch den dunklen Wald zu laufen. Ja, vor allem, wenn man weiß, dass da gerade Bären unterwegs sind. Also Hut ab und Respekt, dass ihr das durchgezogen habt, weil es hätte natürlich auch anders ausgehen können, ne? Hätte auch anders ausgehen können. Stefan hatte schon mal eine unschöne Begegnung mit einem Bären in Kanada, aber das ist eine andere Geschichte. Die erzählen wir bei der nächsten Episode. Die erzählen wir dann in der nächsten Episode. Ja, nee. Ja, krass. Also, coole Geschichte. Das macht das Bild auf jeden Fall noch besonderer. So das glaube ich. Also, das Bild ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Ihr könnt jetzt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie euch dieses neue Format in Anführungsstrichen, mal gucken, ob es eins wird, wie es euch gefallen hat, ob wir das öfter machen sollen, dass wir uns gegenseitig mal ein paar Bilder raussuchen sollen, wozu der andere dann jeweils mal seine Geschichte erzählen soll. Ich finde sowas nämlich mega spannend. Ich höre mega gerne anderen Leuten zu, wie ihre Fotos entstanden sind, was da so für Schwierigkeiten vielleicht waren, was auf dem Weg war, ob da vielleicht mal ein Bär vorbeigekommen ist oder was auch immer. Also finde ich mega spannend, solche Geschichten. Wenn ihr es auch spannend findet, postet es einfach mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten könnt ihr jetzt auch Lightroom und Photoshop lernen. Dazu gibt's viele, viele Kurse in meinem Online-Store. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr könnt uns beiden bei Instagram folgen. Blende ich hier auch nochmal unten ein, die Instagram-Namen. Würden wir uns auch sehr darüber freuen. Und ansonsten, Felix, würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, oder? Genau, so machen wir das. So machen wir es. Also, macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.